Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau, von Surgeon Simulator 2013. Wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt die Anniversary Edition. Ja, was bedeutet es, Anniversary? Es gibt neue Behandlungsmöglichkeiten. Erstens seht ihr hier schon, das Menü an sich ist schon etwas anders aufgebaut. Man hat jetzt hier, kann man hier aussuchen, Herzoperation oder Nierentransplantation. Dann hat man noch eine Augentransplantation, eine Zahntransplantation, so wie ich es auf den Bildern gesehen habe. Man kann auch im Weltraum irgendwie jetzt Aliens zizieren oder so. Zeigung. Und ja, ich habe mir gedacht, da die Folgen an sich relativ gut angekommen sind bei euch, dachte ich, kann ich ja nochmal eine Let's-Test-Folge rausbringen. Und wir hatten ja die Nierentransplantation nie wirklich geschafft, was mich so ein bisschen, ne? Und ich habe jetzt mal einige Videos angeguckt, wo ich sage, okay, jetzt könnte man es hinbekommen. Wenn es euch natürlich gefällt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und vielleicht werde ich dies als Let's Play machen, weil ich würde schon gern dann diese Augentransplantation, was ich da an Bildern gesehen habe, das sah schon sehr kurios aus, sehr lustig. Verzeihung, das Telefon klingelt, Augenblick, da muss ich mal kurz rangehen. Hallo? 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 Oh, na gut, dann... Ja, ich muss mit der Steuerung mich erstmal wieder vertraut machen. Das läuft alles noch nicht so gut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Menü sieht anders aus. Ja, ansonsten dieses TLC, wie ich das jetzt nenne, gibt es. Entweder man kauft die komplette Anniversary Edition samt Originalspiel zusammen mit DLC. Ich habe jetzt 2,99 bei Steam bezahlt, da ich ja das Hauptspiel schon habe und ihr quasi nur noch diese für 2,99 das DLC braucht, mit mehr Levels, mit neuen, ja, Operationsmöglichkeiten, wie hier oben schon angesehen, Augen und Zähne. Und ja, ich würde mal sagen, wir beginnen mal die Nierentransplantation-Operation und mal gucken, wie es funktionieren wird, ob wir es hinbekommen werden, endlich, nachdem wir ja so viele, letztes Mal so viel, Fehlschläge hatten. Und dies ist jetzt nicht meine erste Aufnahme, ich hatte schon mal eine gemacht. Da habe ich allerdings eine sehr lange Zeit gebraucht für diese Operation hier und habe sie einfach nicht hinbekommen. Und da dachte ich mir so, nee, das kannst du den Leuten nicht bieten. Weil das sah dann wirklich so aus wie eine Stunde aufgenommen, 5-6 Mal die gleiche Operation. Und ja, ich habe mich da nochmal etwas erkundigt, deswegen, also nochmal ein paar Operationsvideos angeguckt zu dem Thema. Ein bisschen Medizin studiert in dem Moment und ja. Nun müsste es hoffentlich funktionieren, wie ich das gesehen habe und wie ich mir das jetzt vorstelle. Ja, okay, es geht schon wieder gut los. Als erstes natürlich müssen wir hier wieder die Knochen loswerden. Und ihr seht schon, ich weiß nicht, ob es vielleicht neu ist, aber das Blut, also man hat jetzt hier irgendwie die Hand, die sieht schon sehr extrem blutig aus von uns. Also das sieht schon sehr interessant aus. Ich weiß nicht, ob das neues Feature ist. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich weiß eben nur, was es hier für neue Sachen gibt. So. Dass man eben auch hier irgendwie Aliens und sowas zitieren kann, da freue ich mich besonders drauf, sofern wir bis dahin kommen, wenn wir nicht hier scheitern. So, kann ich mal bitte, Klaas, Dankeschön. So, wir nehmen uns die Spritze und pieksen den Herrn erstmal. Okay, damit ist eigentlich schon die ganze Sache für einen Eimer, denn die Spritze ist weg und wir können ihn nicht mehr retten. Ich versuche es jetzt trotzdem mal so weit, wie ich komme, es zu schaffen, mal sehen. Und als nächstes werde ich versuchen, diesen Darm hier zu entfernen. Ne, also ich piek's da jetzt einfach mal in den Darm hinein. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ja.
Auf jeden Fall muss man den Darm erstmal irgendwie rausbekommen, um an den Rest ranzukommen. Und das Schöne ist halt, die Nieren sind ja unter dem Magen, unter dem Darm und... Oh, sehr gut. Wir haben schon mal ein Stück des Darms gelockert. Gelockert, naja, das klingt auch wieder sehr interessant. Kann man ihn jetzt schon rausziehen? Mal gucken. So. Na komm, jetzt hier ran und ziehen. Komm, ziehen. Okay, also der Darm ist noch nicht locker, da müssen wir noch ein bisschen dran rumfeilen. Nehmen wir jetzt mal hier einfach mal schön das Messer hier, so. Das Messer, ne? Skalpellmesser. Oder nehmen wir anderes. Ist egal, wir können irgendeins nehmen, das macht es dann auch nicht weg. Wir nehmen mal das fein säuberliche Skalpellmesser und pieksen einfach mal dem Herrn in den Darm wieder mal rein. Die Geräusche sind natürlich auch wieder sehr wunderbar. Das Problem ist halt nur, unsere Spritze ist weg und dann haben wir es eigentlich quasi auch schon nicht mehr geschafft. Beziehungsweise es ist unmöglich, jetzt noch ihm zu helfen. Aber man kann ja trotzdem noch mal testen, ob das hier so funktioniert. Damit man dann für den nächsten Versuch etwas schlauer ist. Und man weiß, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. So, kann ich jetzt hier mal in den Darm hinein manövrieren? Oh Gott. Ja, das sieht schon mal nicht sehr gut aus. Also es... Ja gut, der Patient ist gleich tot. Wir haben es nicht geschafft, da wir ja wirklich, wie schon erwähnt, die Spritze nicht mehr haben. Haben wir es leider nicht geschafft. Der Patient ist tot. In 4 Minuten. Gut, meine besten Rekorde waren... Obwohl, nee, ich habe es schon mal in 10 Minuten geschafft und in 9 Minuten. Oder in 7 Minuten sogar. Das war auch sehr interessant. Aber wie gesagt, das soll ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass der Patient stirbt. Ne? Wir müssen ihn ja retten. Um zu beweisen, wir sind ein Arzt, auch wenn das hier so wirklich so ein bisschen, ne? So, kann ich jetzt... Aua, damit. Ah. Oder nee, Quatsch, wir nehmen mal lieber die hier, die ist schon etwas praktischer. Sofern ich jetzt hier rankomme, hallo? Sehr gut. So, in dem Modus machen wir das jetzt mal. Ganz langsam. Sei vorsichtig. Okay. Oha. Ja, sehr gut. Das Brustbein ist eh schon für einen Eimer. So. Ja gut, anatomisch müsste der Typ eigentlich dann schon tot sein. Aber man weiß ja nie, ob das ein echter Mensch ist oder ob das ein Dummy ist. Der Bob. Bob heißt der, glaube ich. Ja, doch, müsste Bob sein. Zumindest dachte ich so, auf der Krankenakte stand, glaube ich, Bob drauf. Und dieser gute Bob, der Junge, der muss halt jetzt hier leiden. Für die Wissenschaft. Für die Medizin. Ach, du heilige Scheiße. Das war extrem zu viel des Guten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bob, du darfst nicht sterben. Jetzt muss ich sehen, dass ich das noch irgendwie hinbekomme. Um ihn zu retten. Na, du blödes Kind. Nein, bitte, komm. Lass Bob nicht sterben. Komm, nimm die Spritze. Sehr gut. Schnell, schnell, schnell. Bob, bleib ruhig. Bob, bleib ruhig. Bob, Bob. Nein, Bob, bitte. Ach, komm. Oder doch? Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 83 Milliliter Blut hat er noch. Na gut, 82 Milliliter Blut hat er noch. Das werden wir auf jeden Fall wieder nicht schaffen. Denn der Blutverlust ist zu hoch. Und wir kommen... Ich
probiere jetzt mal hier an der Leber, die Leber irgendwie rauszuziehen. Wenn ich da reinkomme, hallo, kann ich hier rein? Leber? Leber, ich will dich rausholen, komm her. Nein, gut. Okay, also es wird jetzt wirklich eine riskante Sache werden. 79 plus. Achso, ja gut, da verliert er eh Blut, wenn man da irgendwie drankommt. Ach, er verliert auch so langsam Blut. Oha. Na gut, der arme Bob wird leider das Zeitliche segnen, muss ich zugeben. Ist schade, aber ja. Für die Wissenschaft. Hallo, ich will da jetzt mal hier kurz dran. Ja, das weiß ich nicht, ob das gut klingt. Kann ich jetzt wieder hier den Darm lockern? Ach, Mist. Jetzt ist er tot. Gut, Bob hat es wieder nicht geschafft. Ich muss da wirklich sehen, wie ich da rankomme. Weil das Schlimme ist ja, das ist die zweite Operation erst. Wie wird es dann erst mit der Gehirnoperation und die anderen Sachen? Uiuiuiui. So. Also, wir versuchen jetzt mal einen anderen Weg. Wir versuchen jetzt mal den Darm vielleicht zuerst zu befreien. Zumindest zu lockern, damit wir uns ein bisschen beruhigen können. So. Ganz ruhig, Bob. Ganz ruhig. Damit. Das ist halt immer wirklich ein Feingefühl an Technik, ist das hier. Das ist ein Feingefühl an Technik. So, geht nicht. Ich halte, das Problem ist, ich halte, glaube ich, die ganzen Sachen irgendwie falsch in der Hand, deswegen. So, jetzt, das müsste jetzt auf jeden Fall besser sein. Glaube ich nicht, aber okay. Na doch, das könnte. Ja. Zumindest tut er irgendwo dahin pieksen, wo es nicht hin soll. Das steht schon mal fest. Oh cool, wir haben schon etwas gelöst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das vom Magen ist. Oh, sehr schön, wir haben den Magen gelöst. Ich fasse es nicht. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, den Magen zu. Also, beziehungsweise ich habe es wirklich zum ersten Mal geschafft, den Magen einfach so zu lösen, ohne große Probleme, was mich freut. Hier, komm, du kriegst dafür als Freudendings kriegst du eine Spritze. So. Und jetzt entsorge ich mal dein ganzes Zeug hier, was du da drin hast. Damit. Fisch. Nein! Mensch. Dass die Sachen aber dann auch immer noch ein bisschen an der Hand hängen bleiben, das ist schon, ja, sehr interessant. Ich weiß nicht, die Nieren sehen wir ja jetzt. So, weg damit. Ich könnte ja mal probieren, ob man die Nieren, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt schon so rankommt. Auf jeden Fall muss man sie ja erstmal ablösen. Ne? Man sieht da hier die Schnur. Beziehungsweise die Nervenenden. Alter, warum rennt er jetzt mit zwei solchen Dingern rum? Ich würde bloß eins haben. Nein. So. Ich habe keinen Bock, wenn von irgendwo die Pieze herkommt. So. Hat er eins? Nein, er hat gar nichts. Er hat gar nichts. So, jetzt hat er aber die Spritze. Wunderbar. Die Spritze hilft uns aber in dem Moment leider nicht. Deswegen brauchen wir jetzt kein Glas, sondern dieses Kabel hier. Oh Gott, oh Gott. Das Schlimme ist ja, man kommt sogar selber ohne hier, also man kommt auch so automatisch ins Schwitzen. Schon alleine, dass man hier das Spiel spielt. Aber wir müssen anscheinend doch erstmal den Darm irgendwie lösen. Also sonst kommen wir hier gar nicht ran. Und ich weiß, ich halte das Skalpell schon wieder total falsch, deswegen mache ich das jetzt weg. Und nehme mir jetzt einfach mal dieses hier. So.
habe es zumindest auch mal in dieser, wie gesagt, dieser Voraufnahme ist es mir sogar gelungen, die Minion freizukriegen, aber danach ist der okay, wir haben eine Niere frei, glaube ich. Ich glaube, wir haben eine Niere frei. Haben wir es vielleicht doch jetzt irgendwie geschafft oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ja, das wird ein heikles Problem. Blut fließt in Mengen. Und ich komme hier nicht an die Niere, an die gute alte Niere ran. Deswegen muss ich ihm erstmal kurz wieder eine Spritze geben. Hoppala. Bleibst du hier? Bleib. Komm, jetzt sieht. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Dann spritz mich selber, aber komm her. Spritze, kommst du her? Hallo? Spritze? Ja, wunderbar. Jetzt haben wir noch die Säge an. Den Bohrer an, meine ich. Aber ihr seht gerade selber, ich komme nicht mehr an die Spritze und der Bohrer verabschiedet sich auch. Das ist hervorragend. Toll. Toll, toll, toll. Kann ich hier vielleicht die Spritze irgendwie holen? Ja, es sieht blöd aus. Ich versuche jetzt wirklich die Spritze irgendwie zu holen, aber es scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Na gut, dann. Okay, die Zeit läuft. Wir stehen am Ende unseres Denkens. Und es lief so gut, aber leider muss uns die Spritze einen Strich durch die Rechnung machen. Kommen wir jetzt vielleicht an die. Okay, an die Niere kommen wir nicht dran, deswegen müssen wir nochmal an den Darm rankommen. Na komm her. Problem ist, man wird ja dann auch nach einer gewissen Zeit nervös. Und das Problem habe ich gerade. Ich werde gerade sehr. Damn it. Alter, ja genau. Tu ihm weh. Ja, wieso waren das schon wieder zwei? Oh Mann, ich werde da nicht laut raus. Na komm her, bitte mach die blöde, den blöden Darm weg. Zumindest, dass ich den Darm frei. Ja, sehr gut, sehr gut. Die eine Seite ist frei vom Darm. Die andere Seite muss noch frei gemacht werden. Das machen wir dann natürlich mit Künstlerleistung mit der anderen Hand. So wie voll profimäßig. Schneiden wir uns in das Fleisch des Patienten rein und versuchen hier noch irgendwas zu retten. Denn eine Spritze haben wir leider auch nicht mehr verfügbar. Überlegt mal, wenn wir jetzt die Spritze hätten, dann würden wir die Sache hier viel leichter hinbekommen. Aber leider müssen wir hier auf Zeit arbeiten, beziehungsweise auf Zeitdruck. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Ich probiere nochmal an die Spritze zu kommen. Wenn sie uns zumindest pieksen würde, dann wüsste man wenigstens, okay, die Spritze gehört noch zum Spiel, aber sie ist ja komplett weg. Ja, das war's dann. Okay, dann war's das ab hier erstmal wieder. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen es weiterhin, zumindest den Darm erstmal abzukriegen. Auch wenn der Patient gleich das Zeitliche segnet. Jawohl, jawohl, ja, wir haben den Darm gelöst. Es ist ein Wunder. Ein Traum wird wahr, mir ist etwas gelungen, was ich nie geschafft habe. Ich habe den Darm gelöst und jetzt müssen wir halt an die Niere. Wir müssen ihn knallhart an die Niere und die Hand bewegt sich nicht mehr. So. Schade, dass die eine Spritze nur als Gegenmittel für die andere dient. Kann man hier vielleicht einen Löffel sowieso drin rumkippen? Ja, toll. Oh Mann, die Zeit läuft, das Blut fließt in Mengen und dann ist der Patient auch gleich tot. Also wir haben das Skalpell eh verkehrt rum. Ja, das war's gewesen. Es tut mir leid, ihr habt es gesehen, wir hätten es geschafft, aber leider ist die blöde Spritze weg, deswegen
probieren wir es noch einmal. Wir probieren es noch einmal und ja. Na, da ich ja wie gesagt, dies jetzt eine Testaufnahme, also Test wieder ist, da ich ja so nicht damit leben kann, dass wir es nicht geschafft haben, den Magen zu entfernen, beziehungsweise überhaupt den Patienten zu retten. Ansonsten, wenn es euch gefällt, dann wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und wir werden dann natürlich auch noch die anderen Krankheiten dort versuchen zu zu behandeln. Aber jetzt muss ich wirklich hier erstmal probieren, ob ich die Technik hinbekomme, diesen Patienten zu retten. Und schon alleine die erste Krankheit hier ist schon ein Albtraum für mich. Muss ich zugeben, das ist schon ein sehr heftiger Albtraum. Die Leber bewegt sich, das ist schon mal, ja, gut. Ich glaube, wir haben den ersten Teil des Magens bereits gelöst. Ja, müssen halt bloß noch den Rest lösen. Der Darm muss gelöst werden. So, der Darm ist locker. Jetzt müssen wir bloß noch dieses... Jawohl. Okay. Das ist gut. Kann ich jetzt... Ja. Sehr gut. Alles gut. So. Wir spritzen den Patienten erstmal schön mit einer Spritze. So. Na, kommst du her. So, ganz ruhig. Schön festhalten, wenn die Spritze wegfällt, dann war es das für uns wieder. Das steht auf jeden Fall fest. So, schön langsam absetzen. Und jetzt können wir uns an den Magen machen. Ich freue mich gerade wieder, dass wir das jetzt so schnell hinbekommen. Hätte ich nicht gedacht. Aber es funktioniert. Es funktioniert, meine Freunde. Wir kriegen das hin. So. Sehr schön. Nein. Komm her, blöder Darm. Kommst du her? Dami, jetzt kommst du aber mal her. Sonst werde ich schon diese Itch. Okay, jetzt spinnt der Darm rum. Das ist natürlich auch nicht so schön, aber jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jawohl, wir haben den Ringelwurm. Ja, das sieht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, aber die Einstellung, also die Körperteile, Atmosphäre sieht irgendwie, ich weiß nicht, ob die besser aussieht. Die kommt mir irgendwie so ein bisschen besser vor. Vor allem von den Körperteilen und sowas. Aber es kann auch täuschen, da ich so lange nicht gespielt habe. Außer eben jetzt hier diese Probeaufnahmen und diese Versuche. Diese 10.000 Probeaufnahmen, die wir hier hinter uns haben. Vielleicht haben wir jetzt endlich einen kleinen Erfolg. Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Na, schafft das? Sehr gut. Komm. Nein, du Blöder. Ja gut, du blöder Arzt, ne, wir sind ja der Arzt, also wir sind blöd, so steht's fest, wir sind der blöde Arzt, also sind wir blöd. Komm schon, nein. Blutmenge sieht noch, ach, shit. Ich wollte gerade sagen, Blutmenge sieht noch angenehm aus, aber jetzt muss ich ihn leider mehrfach pieksen. Pieks ihn, egal auf sein Gesicht safte, pieks ihn, sehr schön. Oh Gott, der Patient, er... Boah, Alter, das Blut. Das Blut strömt nur so. Also wer Arzt werden will, da muss ich damit außer Gefecht setzen mit dem Blut hier, dass das so viel ist, das ist schon happig. So, jetzt nochmal schöne Peaks hier, weil es so schön war. Peaks. Sehr schön. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, geht's jetzt an die Leber.
an die Leber. Komm, ich will jetzt mal die Leber haben. Ich habe schon so lange drauf gewartet, die Leber zu bekommen. Das gibt's doch nicht. Die Leber will einfach nur nicht raus. Da hängt noch ein blöder Knochen dazwischen, der die Leber nicht gehen lässt. Komm hier nochmal an den... an die Kreissäge? Nein. Okay. Komm hier an den Bohrer? Ja. Nein, was? So, jetzt. Okay. Ja, was ich hier mache, ist etwas verrückt. Aber das Spiel ist auch an sich schon etwas kurios. So, jetzt müsste es klappen. Weg dann. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg. Bohrer, ich sag dir, geh weg, ne? Ich werde sonst hier nicht. So. Also nach der Aufnahme muss ich erstmal. Oh Gott, ich bin so am Schwitzen gerade, das glaubt ihr gar nicht. Das Problem ist nur, ich habe keine Schwester dabei, die mir mal einen Tupfer gibt, weil ich eben so gerade am Schwitzen bin. Schwester, Tupfer, ich schwitze. Oh Gott. Boah. Der Patient, dem geht es noch einigermaßen soweit gut, der ist noch total in Ordnung. Blutverlust ist natürlich vorhanden, das ist kein Wunder bei dieser Operation hier, beziehungsweise bei jeder Operation. Ne? Ach komm jetzt hier mit zwei Fingern oder was, willst du mich jetzt hier verarschen? Aber endlich, hier hast du deine... Hallo? So, jetzt. So, weg damit. Es sieht böse aus, ich weiß, es sieht so böse aus, wie wir hier die Leber und das alles einfach mal rumwerfen. Es ist, ja, böse. Aber was soll man machen? Wir haben niemanden, der uns das Zeug abnimmt. Wir haben keine Schale, wo wir die Sachen reintun können. Also müssen wir uns ja eine andere Lösung suchen. Kann ich hier vielleicht dieses Ding noch durch... Jawohl. Nein. Aua, 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 hör auf, hör auf. So, die Gallenblase ist das, müsste die Gallenblase sein, ne? Wer Medizin studiert oder so, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. So, auf jeden Fall ist sie jetzt weg. Und wir haben den Platz frei für zu den Nieren. Ich fasse es nicht, wir sind endlich vorangekommen. Jetzt darf natürlich nichts schief gehen. Ich wollte bloß ein Werkzeug haben und nicht zwei, aber danke. Hallo, ich bin kein Scherenhändler. Ich brauche bloß eins. Nein, ich brauche eins. So. Okay, jetzt geht es um die Wurst. Die Nieren werden jetzt beschnitten. Sag ich jetzt mal. So, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen mehr nach links, liebe Hand. Einige würden gleich sagen, Alter, du hältst das Ding total falsch. Und ja, sie haben recht, ich halte das Ding falsch. So. Deswegen nehme ich das jetzt so hier. Nein. So hier. So. Boah, puh, wir haben die erste Niere frei. Wir haben die erste Niere frei. Komm, gib mir jetzt noch die zwei. Ja. Jawohl, es sieht gut aus. Ein Milliliter Blut pro Sekunde verliert er. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das können wir natürlich dann auch gleich wieder heilen. Reparieren. Mit der Hand kriegen wir es nicht hin. Deswegen improvisieren wir jetzt einfach mal mit dem Löffel. Hallo, Freunde. Ich bin total heil. Ja, hallo, ich möchte wieder clean werden, genau. So. Ich bin froh, dass die Spritze keine andere Nebenwirkung hat, außer eben, dass wir hier wieder clean werden, die andere. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Löffel und, ja, Löffel hin, Löffel her, ne, ich probiere es einfach mal aus. Hallo, Löffel, kannst du mal hier bitte... Jawohl. Also ich werde das jetzt erstmal lockern, ne? Aber ich glaube, mit dem Löffel kann man jetzt nicht so viele körperlichen Schaden verursachen, dass das jetzt hier an Verblutung oder so ist. Na, es ist ja immer noch ein Milliliter Blut pro Sekunde. Oder Sekunde, ja, doch fast.
So, die Niere ist jetzt hier, ist die frei. Jetzt probiere ich sie aus, ob ich da rankomme mit den Händen. Oh Gott, der Löffel. Wünscht mir Glück, dass ich das hier schaffe. Jawohl, ja. Wir haben die erste Niere mühelos entfernen können und die zweite Niere wird natürlich auch noch entfernt. Sofern ich rankomme. Na komm, Baby, komm her, Niere. Jawohl. So, weg damit. Wir haben es. Und jetzt natürlich der schwerste Teil, die Niere wieder hineinbringen. Kann ich beide nehmen? Nein, okay, ich bleibe lieber bei einer, weil das, glaube ich, ist besser. So, eine Niere. Ich hoffe, das passt dann auch. Komm her, und die zweite Niere. Oh, die Niere wollte nicht so, wie ich möchte. Okay, dann komm her, die Niere. So, ich weiß nicht, kann... OP abgeschlossen. Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Letzte Blutwerte. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, meine Freunde, wir haben es geschafft innerhalb von 11 Minuten und Blutwerte, ja, 1960 Milliliter. Rang D, wir haben es geschafft. Ich bin geflasht. Also, doch, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Wir haben es geschafft. Und ja, das nächste wäre dann die Gehirn-OP. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir gern in die Kommentare und wir werden uns dann auch noch mit dem Gehirn beschäftigen. Wie gesagt, vielleicht werde ich doch ein Let's Play drüber machen. Das könnt ihr dann entscheiden. Und boah, also ich bin jetzt erstmal total fertig. Ich muss mich erstmal ausruhen, erstmal, ja, duschen gehen, ne? Total verschwitzt und ihr könnt euch ja vorstellen, wie es ist für die, die es selber schon gespielt haben. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken. Und ja, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, vielleicht zu einem Let's Play Surgeon Simulator 2013 oder zu einem anderen Let's Play oder Let's Test. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.